Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Outfits und Styling-Tipps. Gerade erst neu auf meinem Channel bist, dann wird es Zeit. Abonnieren und Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Bock hast, folg mir auch gerne auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch Behind the Scenes und natürlich auch Outfit-Posts. Also check mich dort auch gerne ab. Kostet nichts, wenn du auf Follow klickst. Ja Leute, die letzten Outfit-Videos sind ganz gut angekommen und aus dem Grund habe ich mir kurzerhand gedacht, komm Daniel, machst du nochmal ein weiteres Video. Und deshalb will ich auch gar nicht mehr lange rumschnacken, sondern starten wir direkt mit Outfit Nummer 1. Bei diesem Outfit trage ich weiße Ledersneaker von der Marke Garment Project. Die habe ich erst vor kurzem gekauft, haben mich 140 Euro gekostet und ich muss sagen, dieser Schuh ist echt mega nice. Ich trage hier keine Socken, weil ich dazu eine graue Hose von Zara mit Umschlag trage. Und gerade bei diesen Hosen mit Umschlag ist es ganz nice, wenn du halt keine Socken trägst, ja, wenn man halt nichts sieht und so kommt der Sneaker auch besser zur Geltung. Die Hose von Zara hat mich ca. so 80 Euro gekostet. Als Oberteil trage ich hier einen ganz normalen, schlichten, standard-beigen Strickpulli von H&M. Der kostet so ca. 30 Euro. Und da drauf trage ich meinen Zara-Mantel für 140 Euro. Den habe ich auch schon im letzten Outfit-Video getragen. Der gefällt mir immer noch mega gut. Und wenn man Bock hat, kann man natürlich auch den Kragen vom Mantel so ein bisschen hoch machen. Finde ich auch sehr, sehr nice. Gesamtkosten des Outfits insgesamt 390 Euro. So, und jetzt nochmal ganz kurz was zu den weißen Sneakern. Leute, ich wollte unbedingt weiße neue Sneaker haben. Ich wollte mir mal nicht nochmal Stan Smith kaufen, sondern ich wollte einfach so ein bisschen elegantere Sneaker haben, ja, die man auch auf jeden Fall zu einem Anzug tragen kann. Und da bin ich fündig geworden bei Garment Project. Und Leute, die Schuhe passen mega. Und das ist kein Produktsponsoring oder so. Nada, niente. Ich finde die mega nice. Die kann man auch auf Amazon kaufen. Da verkaufen sie auch ein paar Schuhe. Und eine größere Kollektion haben sie auf ihrer Website. Die Schuhe sind echt tipptopp. Also passen mega, super bequem, sehr stylo. By the way, ich habe vor kurzem auch noch ein Must-Have-Schuhe für Männer-Video gedreht. Falls du es noch nicht gesehen hast, check es auf jeden Fall mal aus. Kommen wir zu Outfit Nummer 2. Hier trage ich wieder meine neuen weißen Ledersneaker von Garment Project. Dieses Mal aber mit weißen Tennissocken. Kosten der Schuhe 140 Euro und die Socken, lass mal noch ein Fünfer sein, also 145 Euro. Dazu trage ich eine zerrissene Jeans von H&M. Die hat maximal so 50 Euro gekostet und ich habe die Jeans ein bisschen aufgekrempelt, sodass die Sneaker und die Socken halt besser zur Geltung kommen. Kommen wir jetzt zum oberen Part des Outfits. Hier habe ich verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Als allererstes trage ich ein weißes Basic T-Shirt von H&M, kostet wirklich maximal 20 Euro. Darauf trage ich einen grauen Kapuzen-Hoodie, ja, so eine Kapuzenstrickjacke, auch von H&M, Basic 20 Euro Maximum. Und darauf dann meinen beigen Zara-Mantel im Wert von 140 Euro. Bei den oberen Teilen habe ich mehrere Schichten übereinander gelegt. Das bedeutet auch Layering. Was heißt Layering? Layer heißt auf Englisch Schicht oder Ebene. Und ich habe dann halt hier einfach mehrere Ebenen übereinander kombiniert. Ich habe das weiße T-Shirt, ich habe den Kapuzenhoodie in Grau und dann meinen Mantel in Beige. Und diese verschiedenen Schichten habe ich übereinander kombiniert. Stichwort Layering, könnt ihr selber mal ausprobieren, verschiedene Schichten übereinander kombinieren. Nur darauf achten, dass ihr ja nicht zu viele Farben verwendet. Denkt dran an die 3-Farbregel, immer im Hinterkopf behalten. Und zum Thema Männerstyling kann ich euch den Men's Style Guide mit auf den Weg geben. Das ist ein E-Book, kannst du dir runterladen auf dein Smartphone. Und dort habe ich persönlich mir auch einige Tipps rausgeholt. Und mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du 20% auf dieses E-Book. Kommen wir jetzt zu Outfit Nummer 3. Bei diesem Outfit trage ich schwarze Glattleder Chelsea Boots von der Marke Gant. Die habe ich auch schon in einem meiner letzten Videos getragen. Finde ich ein sehr eleganter, stylo Schuh, den ich echt mega oft trage. Kosten des Schuhs ca. 130 Euro. Dazu trage ich eine ganz normale Skinny Jeans von H&M in Schwarz. Die kostet auch maximal 30 Euro. Dazu einen beigen Strickpulli, auch von H&M, auch kostet maximal 30 Euro. Und darauf dann eine neue Lederjacke, die habe ich mir vor kurzem gekauft, von der Marke Selected. Die Lederjacke hätte mich eigentlich 240 Euro gekostet, aber die habe ich im Sale geschossen, tschung, für die Hälfte des Preises. Jawohl. Und die hat mich dann am Ende des Tages nur noch 120 Euro gekostet.
Und bei dem Outfit finde ich ganz nice, dass sich die Lederoptik der Schuhe einfach in der Jacke wiederfindet. Und ich brauchte eh noch eine neue Lederjacke, so eine Biker-Lederjacke mit einem Rundhalskragen, finde ich ganz nice. Gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wieder wird, dann willst du nicht deine fette Lederjacke anziehen, sondern dann brauchst du einfach eine etwas dünnere Lederjacke und die fand ich echt mega cool. Gesamtkosten des Outfits 310 Euro. Und bei dem Outfit lernen wir mal wieder, ja, das ist eigentlich wirklich Standard. Günstiges Outfit von H&M. Ich habe eine Standardhose von H&M an, einen Standardpulli von H&M an für insgesamt 60 Euro und zwei Teile, die Chelsea Lederboots als auch die Lederjacke von Selected, machen dieses Outfit einfach mal noch eine Klasse besser, ja, und eine richtige Klasse besser. Das Outfit finde ich echt mega cool, werde ich auch oft tragen jetzt im Frühling und da sieht man mal wieder, dass man ein günstiges Outfit mit ein, zwei coolen Stücken, ja, richtig aufpimpen kann. Nochmal kurz die Gesamtkosten der Outfit zusammengefasst. Outfit Nummer 1 kostet insgesamt 390 Euro, Outfit Nummer 2 kostet insgesamt 370 Euro und Outfit Nummer 3 310 Euro. Und was haben wir noch gelernt in diesem Video? Thema Layering, verschiedene Schichten übereinander kombinieren, probiert es einfach mal aus, ist eine gute Sache. Und natürlich hochwertige Einzelstücke pimpen dein Outfit einfach nochmal auf das nächste Level. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen, zwei Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Macht's gut, bis dahin. Peace out.